Diese Aufgabe heißt freier Fall eines Körpers mit der Aufgabennummer 1174. Die Funktion S mit S von t gleich g halbe mal t Quadrat beschreibt annähernd den von einem Körper in der Zeit t im freien Fall zurückgelegten Weg S von t. Und wir sollen die zutreffenden Aussagen ankreuzen. Pausiere das Video und überlege dir für jede einzelne Aussage eine Begründung, warum sie richtig oder falsch ist. Die erste Ableitung S'. Machen wir hier mal kurz Pause und überlegen selbst, was das bedeuten könnte. S ist die Wegfunktion, gibt also den zurückgelegten Weg an. Nun bilden wir die erste Ableitung. Das deutet auf die Momentangeschwindigkeit hin. Lesen wir weiter. Die erste Ableitung S' der Funktion S an der Stelle t1 beschreibt die Momentangeschwindigkeit des Körpers zum Zeitpunkt t1. Das ist ziemlich klar, das ist richtig. Die zweite Ableitung S2', machen wir dasselbe, Pause und überlegen. Wenn S von t der zurückgelegte Weg ist, S' dann die Momentangeschwindigkeit, dann ist S2' die Momentanbeschleunigung. Okay? Die zweite Ableitung S2' der Funktion S an der Stelle t1 beschreibt die momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t1. Okay, Momentanbeschleunigung steht da nicht, aber vielleicht stimmt es trotzdem. Es heißt nämlich momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit. Und die momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit ist die Momentanbeschleunigung, also ist auch das richtig. Der Differenzenquotient der Funktion S. Okay? Differenzenquotient ist eine mittlere Änderungsrate. Mittlere Änderungsrate der Funktion S deutet auf eine durchschnittliche Geschwindigkeit hin. Lesen wir weiter. Der Differenzenquotient der Funktion S im Intervall von t1 bis t2 gibt den in diesem Intervall zurückgelegten Weg an. Zurückgelegter Weg hat eigentlich gar nichts mit durchschnittlicher Geschwindigkeit zu tun. Den zurückgelegten Weg kann man ja direkt aus der Funktion hier ablesen. Wenn ich wissen möchte, wie viel Weg ich nach 2 Sekunden zurückgelegt habe, berechne ich mir S von 2. Dafür brauche ich keinen Differenzenquotienten. Das ist also falsch. Das kreuzen wir nicht an. Der Differentialquotient der Funktion S an einer Stelle t, okay, überlegen wir auch hier, Differentialquotient der Funktion S deutet auf die Momentangeschwindigkeit hin, lesen wir weiter, gibt den Winkel an, den die Tangente an den Graphen im Punkt P mit der positiven x-Achse einschließt. Okay, ganz was anderes. Die Momentangeschwindigkeit wird auch mit der Ableitung berechnet. Ableitung der Funktion S entspricht dem Differentialquotienten der Funktion S und die Ableitung gibt die Steigung an dieser Stelle an, allerdings nicht den Winkel. Steigung und Winkel kann man umrechnen mit dem Tangens bzw. Arcustangens, aber der Differentialquotient gibt nicht den Winkel an, sondern die Steigung. Das ist also falsch und wir kreuzen es nicht an. Der Differenzenquotient der Funktion S', Pause, okay. Wir haben die Funktion S', das ist die momentane Geschwindigkeit und berechnen nun den Differenzenquotienten der momentanen Geschwindigkeit. Das ist also die mittlere Änderungsrate der Geschwindigkeit. Lesen wir weiter. Der Differenzenquotient der Funktion S' im Intervall von t1 bis t2 gibt die mittlere Änderung der Geschwindigkeit pro Sekunde im Intervall von t1 bis t2 an. Genau das, was wir vorhergesagt haben, das kreuzen wir also an. Das ist richtig. Diese Aufgabe trägt den Titel Stahlfeder und hat die Aufgabennummer 1170. Um eine Stahlfeder aus der Ruhelage x0 gleich 0 um x cm zu dehnen, ist die Kraft F von x erforderlich.
Aufgabenstellung. Geben Sie an, was in diesem Kontext mit dem Ausdruck Integral von 0 bis 8 f von x dx berechnet wird. F von x ist die Kraft. Und das Integral, also die Kraft, wird nach dem Weg integriert. Es kann ja nach der Zeit integriert werden und nach dem Weg. Und da kommt ja vielleicht schon irgendwas bekannt vor. Wenn wir die Kraft nach dem Weg aufsummieren, also Kraft mal Weg, und falls dir jetzt nichts einfällt, kannst du auch gerne in der Formelsammlung nachschauen, die du bei der Matura verwenden wirst. Dort steht nämlich diese Formel drin. Drücke auf Pause und schreibe jetzt selbst einen Satz, was dieser Ausdruck in diesem Kontext bedeuten könnte. Kraft mal Weg beschreibt immer eine Arbeit, also die verrichtete Arbeit. Jetzt müssen wir noch die Grenzen irgendwie in die Interpretation hineinbringen. Das sind die Werte, die für das x eingesetzt werden. X gibt an, um wie viel die Stahlfeder aus der Ruhelage gedehnt wurde. Also zuerst war die Feder an der Stelle x gleich 0, hier 0, also in der Ruhelage, und dann wurde sie auf 8 cm gedehnt. Und genauso schreiben wir das hier hin. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du es formulieren sollst, dann hilft es oft, die Angabe durchzulesen. Und dann können wir nämlich das genauso abschreiben, wie es da steht. Das ist die verrichtete Arbeit, wenn die Feder aus der Ruhelage um 8 cm gedehnt wird. Machen wir noch einen Satz daraus, geben vorne diesen Ausdruck hin. Integral von 0 bis 8 f von x dx ist die verrichtete Arbeit, wenn die Feder aus der Ruhelage um 8 cm gedehnt wird. Punkt. Und ich zeige euch auch noch die Lösung, damit ihr wisst, auf was 8 gegeben wird. Ein Punkt für eine sinngemäß richtige Deutung wird dann gegeben, wenn der Begriff Arbeit vorkommt und Ausdehnung um 8 cm.